Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Wir verkaufen jetzt Bier. Das letzte Mal für heute. Und dann ist eh alle. Und dann müssen wir sehen, ob wir nachher Geld reicht für eine Verpackungsfabrik. Das heißt, wir verkaufen erstmal. Und raus damit. So, jetzt fahren wir zum Hof. Abladen, hinstellen und dann müssen wir sehen. Verpackung, ob die alles brauchen. Ne? Malzproduktion läuft, ja, und auch das Bierproduktion läuft auch noch. Das ist noch okay. Wird eher irgendwann mal das Weizen und das Gerste alle werden. Irgendwann, wann genau, weiß ich nicht. So Einnahme ist das gut. Wir fahren mal zum Hof. 10, 9, müssen wir ja rechts abbiegen. So, nehmen wir hier rechts ab. Ah, hier haben wir eine neue Wiese. Da werden wir schön Heu machen. Und das eine andere Feld. Wir vielleicht noch kaufen können. Wenn wir das Fleisch verkaufen können, nachher. Das sieht gut aus. Machen wir einen Flieger? Machen wir einen Flieger, ne? Vollgas. Schanze. Flieger machen wir mal mit 90 km/h. Gas wegnehmen. Gut, das wird in real Leben nicht gehen, aber gut. Hier geht's. So, nochmal kurz hier. Oh, geht's zum Hof und dann mal schauen wir gleich, ob wir ein Ding bauen können. Ne? Wo wir es hinstellen können, ob das Geld reicht, werden wir gleich sehen. Das Schöne ist jetzt, jetzt können wir Schweinefutter von der Malzfabrik holen und brauchen das nicht mehr kaufen. Ist zwar nicht das Vermögen gewesen, das wir gekauft haben, aber ist halt immer da gewesen, ne? Oder muss man halt mehr kaufen. So, da sind wir. Da sind wir. So. So. Er steigt sogar ein bisschen sogar noch. Na gut, okay. Aus. Jetzt laufen wir mal zur da wo Sägewerk ist. Und da möchte ich ja das hinbauen, ne? Das wäre ja logisch. Hier ist das Rohmaterial. Hier, da. Da ist unsere Hackschnitzel. Im Grunde ein Abfallprodukt und das will ich jetzt nicht hier reinbringen, sondern ich will es hier bauen, und zwar die Verpackung, sorry. Also, also die Preise B, und zwar Düngerbrauerei Erdhaufen nicht, Heutrocknen haben wir, Käserei, Kalk, Kirsch, Komposter, Malz, Ölmühle wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, Öl ist nicht der Renner zurzeit, also Schweinefutter brauchen wir auch nicht unbedingt. Selche Fabrik, oh ja, die ist gut. Die braucht das und das. Und zwar da. Da oben passt nicht rein, ne? Nein, da passt nicht rein. Oh, geblitzt, oh. Die müssen drehen, also drehen. Ich denke, wir müssen drehen. Oder geht das so? Nur nicht zu eng bauen. Also da wird sicherlich beliefert. Da brauchen wir Platz. Und da sicherlich auch. Und da hinten auch vielleicht. Na, nicht wieder raus. Schweinefutter, Schlachter, ja, Schlachter kommt später. Weil da hier kommt das hier. Verpackung. Der Schlachter braucht Verpackung. Deswegen brauchen wir das. So. Und nutzt hier allerdings, wenn wir das
rein theoretisch. So, das ist der Bereich, wo wir im Prinzip jetzt liefern. Das heißt, lieber ein bisschen mehr Platz lassen. Oder hier oben ran. Hier müssen wir mal sehen, wie das von da aussieht, ne? Und da auch was machen muss. Ach ja, hier war irgendwas gewesen mit abholen. Ach so, okay. Das heißt, hier wird abgeholt. Hier wird die Dinge rausgeworfen, die Packung auf Papier, denke ich mal. Und du wärst klug, wenn wir da ein bisschen Platz lassen. Und nicht hier unnötigerweise. Das heißt, da Straße. Da oben müssen wir irgendwie vorbeikommen. Mit dem LKW. Da haben wir es gebaut. Wir haben noch 250.000. Wasser und der Flöte. Wasser. Wasser, Wasser. Das ist hier auch noch weg. Kommen noch gut durch, ne? Wir sind hier ein bisschen entfernen, ein bisschen planieren, ein bisschen schön. Und hier können wir hier schön abholen. Hier ist Platz. Kommt hier rein. Ach, der Achse. Gut, dann werden wir erstmal eine Leerpaletten holen. Auf geht's zum nicht nur Heu. Rest. Kopf anpflanzen. So, dann sind wir da. So. Müssten wir erstmal Leerpaletten holen. Dass die Produktion immer in Gang kommt, ne? Das ist immer wichtig. Das andere kriegen wir immer noch hin, naja. Wir brauchen bald Holz. Oh je. Wenn wir nächstes Jahr die Produktion laufen soll, müssen wir Holz haben. Oder viel Holz. Viel Holz. Und dann können wir OBS noch verkaufen und die anderen Spanplatten. Dann haben wir Geld für die zum Schlachthof. Und das muss man überlegen, Nähe der Schweine, weil Schweine haben recht viele. Wenn wir da eine Nähe auch bauen werden müssen, können, dürfen. Sonst haben wir ein Problem, platztechnisch gesehen, ne? So. So. Ja, das wird eng. Wir haben nur noch 5%. Mehr geht nicht. Das heißt, für den Schlachthof müssen wir auf jeden Fall Paletten herstellen. Oder machen wir erstmal 5 Kartons? Nein, dann müssen wir sowieso Holz machen, da nützt ja alle nichts, ne? Das nützt ja nichts, ne? Also da kommen wir nicht drum rum, ne? Wir müssen nicht rückwärts ranfahren, das ist besser. Ach, oh klar, gut, okay. Dann ist ja dicht bei, ne? Hat ja einer gewusst, ne? Wir haben gleich die Wasser wollen wir so extra holen, also müssen wir mal aufladen. So. Wo stellen wir das ab? Hier. Also wir haben genug zu tun. Also wir werden rückwärts ranfahren und nach hinten abkippen. Abkippen, abladen. Ey. Dann dürfte das auch funktionieren.
Ja, dann brauchen wir noch einen Kühllaster, ne? Fürs Fleisch normalerweise. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Er hat nicht alle ein, also okay. Aber das haben wir gleich. Die schieben wir hinten rein. Genau. So machen wir das. Jetzt haben wir zum Hof und holen uns den. Ja, Anhänger für Hackschnitzel. So, see. Kriegen wir alles im Griff, ne? Und nach und nach kriegen wir alle Produktionen. Warum? Dann brauchen die noch Wasser. Das sollen sie auch noch kriegen. Ja, und dann müssen wir mal Holz machen, ne? Nützt ja auch nichts, ne? Sonst haben wir ein Palettenproblem, ne? Haben wir ein paar Holzbalken, die wir sicherlich umkriegen, ne? Wenn wir halt so ein Holzfallernte ernten, ausleihen, ne? Jetzt gibt es Hackschnitzel. Haben wir auch noch im Lager? Ich glaube nicht. Das haben wir alles verarbeitet für Pellets. Braucht mehr Stroh. Mehr Stroh für die Heizung. Ja. Ich habe gerade die Folge gerade gezählt. Ich glaube, eine Folge ist heute noch. Aber wir haben wieder viel geschafft. So, und obwohl wir jetzt auf 1 fahren, haben trotzdem von der Zeit her über einen Tag geschafft. Weil ja nachts entsprechend trotzdem auf 30 läuft. Teilweise auf 15, kurz auf 1, wo die Tiere versorgt wurden. Wäre ja schlecht, wenn wir die Tiere verhungern lassen in dem Augenblick, ne? Das wäre ja nicht klug. Wäre ja äußerst blöd. So. Von daher haben wir mal genug Material. Das sieht gut aus. Das ist gut zu verwerten für ja, Verpackung, Papier. Kann man da schön. Entschuldigung, verkaufen nebenbei. Wie gesagt, wenn wir Holz machen, ist ganz wichtig, dass das Wasser hinbringt nochmal einmal, dass die mal anfangen können und dann Holz. Ne? Also nächste Woche werden wir einiges an Holz machen müssen. Einiges, also. Denn bis zum Frühjahr muss es laufen, dann müssen wir entsprechend nachher, dass wir schlachten können. Ne? Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Tiere, die Schweine zum Beispiel anfangs nur und dann später, ja, über Schafe kann man nachdenken. Schafe machen nicht viel Arbeit, da brauchen wir im Grunde nur Gras und Heu und Wasser. Und wie gesagt, Kühe, das brauchen ein bisschen, bis die soweit sind. Ich werde mir keine Mastrinder-Produktion aufbauen, das ist in meinen Augen Blödsinn. Weil jetzt, wo meine Kühe, 200 Stück, die ich habe, die werden jetzt Kälber kriegen. So, und klar, die
Die ersten Kälber werden sicherlich nach da schon. Erstmal auch weibliche Tiere sein, ne? Vermute ich mal ganz stark. Die werde ich hier nicht behalten, die weiblichen Tiere. Bis zum Maß von 500 Stück. Was drüber geht, ne? Geht ne als ja, als Schlachtvieh weg, ne? Und die Masttiere gehen, also männlichen Tiere gehen von vornherein in den nächsten Stall rein. Und dann ist gut, ne? Und die brauchen halt 2 Jahre normalerweise, bis die Schlachtreife erreichen, ne? Das ist bei Rindern so, die brauchen lange. Gutes Fleisch muss eh lange wachsen, ne? Also langsam wachsen, Anführungszeichen. Schwein ist auch verderbliches Fleisch, ne? Also da muss man auch schnell gekühlt werden, ne? Da darf man nicht so. Oh, wir müssen tanken. So, dann werden wir tanken fahren. Wenigstens mal waschen, ne? So, Produktion, wir brauchen noch Wasser. Wir brauchen noch Wasser. Das ist das erste, was wir mal kurz machen werden. Wir werden mal kurz springen zur Brauerei. Das ist verkehrt. Und zwar müssen wir unseren Wassertank voll bekommen, ne? Einmal hinfahren können, ne? Auch da muss ich sagen, gut, man könnte sagen, okay, ich kaufe das Wasser direkt über das Menü. Aber das Wasser ist ja in dem Fall zu teuer, ne? Mist, hat die abgeladen. Klar, wenn er ohne LKW kann man nicht abladen, ne? Muss ja die Pumpe bedient werden. Oh, Mann. So, okay. Was war die vorgehabt? Achso, da. Den wollte ich zurückfahren. Voll tanken. Hätte aber auch Trill Wasser gleich herfahren können, ne? Ja, nur sie gerade. Die Malz soll ja auch arbeiten, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Fürs über die Woche. Fleißiges Kommentieren, fleißiges, ja, mal liken. Der eine oder andere macht's ja. Der eine kennt's, der andere kennt's nicht. Wie gesagt, ist kein Ding für mich, was gemacht werden muss. Nur ist das symbolisch gesehen, ne? Mehr sind ja auch nicht. So, Tipps, Ratschläge, anderweitige Vorschläge, immer gerne gesehen. Einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Sollte kein übers Knie brechen, deswegen. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Ich werde auch jeden beantworten. Noch ist es, glaube ich, überschaubar. Klar, wenn es jetzt unübersichtlich werden würde, ne, von der Menge her, dann wäre es irgendwann nicht mehr möglich, denke ich mal. Ich rede jetzt hier von wirklich viel, aber denke mal, da sind wir weit weg. Aber ich denke mal, zum Anfang werde ich Zeit haben zu antworten, und zwar zeitnah. Zeitnah heißt etwa, je nachdem, wann ihr schreibt, entweder 12 Stunden später oder gleich sofort, wenn ich zu Hause bin und das sehe, kommt ein Kommentar, dann kann ich auch gleich reagieren. Bin ich auf Arbeit, dann dauert das ein bisschen länger, ist verständlich, ne? Ich kann auf Arbeit nicht sowas machen. Ich sehe zwar, dass einer kommt, ich kann dann auch entsprechend mit dem Daumen hoch reagieren. Das ist kein Problem. Nur Antworten geht über das Smartphone, also ich wüsste gar nicht, wie es funktioniert. Und wenn ich im Urlaub bin, ist es Grunde auch nicht möglich, ne? Also so, der war sauber. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich
danke nochmal fürs Zuschauen. Dann machen wir Tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.